Jetzt geht es noch um den letzten Punkt, PDF-Formulare in InDesign erstellen. Da muss ich ehrlich gesagt sagen, da bin ich ein bisschen enttäuscht, da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Das Einzige, das eigentlich geht, sind Schriften mitgeben. Ich habe hier ein Formular erstellt. Sie sehen das ganz etwas Normales. Jetzt könnte ich ja hier hin, könnte das auswählen, unter Fenster, interaktiv, dann Schaltflächen und Formulare. Ich hätte hier gerne ein Textfeld, das nennen wir mal Vorname. Ich kopiere das kurz und setze das hier bei der Beschreibung auch rein. Ich könnte sagen erforderlich, Bildlauf möglich, müsste man da sicher nicht machen. Jetzt, was ich neu machen kann, sind hier die Schriften hineinschreiben und auch die Schriftgröße. Schreibt das mal hier hinein, dass das so geht. Jetzt habe ich ein Textfeld für den Vornamen, hier das Beschreibungsfeld, die Schrift. Was ich da machen kann, wenn ich da drin bin, kann ich schon angeben, du bist mittellachs und da ebenfalls etwas, nur das kommt nicht mit. So, jetzt gehe ich nochmals hier hinein unter Fenster, interaktiv, Schaltflächen und Formulare. Ich habe das hier schon überall gemacht. Ich habe hier eines gemacht für Namen mit dem Mignon. Dann hier nochmals eines für die Straße. Dann wieder Mignon. Und das wäre eine andere Schrift. Alles kann man so mitgeben. Das ist aber auch alles, was neu ist. Testen wir das mal aus. Ich exportiere das mal jetzt, das Formular neu. Ich sage hier Adobe PDF Interaktiv. Ich sichere das Ganze. Ich exportiere mir das. Ja, das geht hier auf. Wenn ich hier drauf gehe, kommen diese Namen. Und wenn ich da jetzt hineinschreibe, kommt da der Vorname. Dann hier der Name. Hier die Straße. PLZ und Ort. Und das Einzige, das mitgenommen wird, ist hier die Schrift. Alle anderen Funktionen muss ich ganz klar noch in Adobe Acrobat nachbearbeiten. Also das Einzige, das mitkommt, ist eigentlich die Schrift und die Schriftgröße. Alles andere bleibt wie anhin Handarbeit in Adobe Acrobat.